Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dragon Ball Budokai Tenkaichi 3 oder eben 4. Wenn man ja das als Mod sieht, eben ist es Teil 4. Freut mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Sehr, sehr cool. Sehr, sehr nice. Denn heute wahrscheinlich mit dem, oder sehr wahrscheinlich mit dem Finale von Dragon Ball Super, mehr oder weniger. Denn wir haben noch einen Kampf vor uns, auch nach dem Kampf, den Broly-Kampf. Den hänge ich aber danach noch dran. Also in einer weiteren Folge eben, also deswegen ist das noch nicht das Finale des Displays, aber das Finale von Dragon Ball Super. In den letzten Folgen lasst nicht drüber reden, Leute, in den letzten Folgen lasst nicht drüber reden, ihr habt es selber gesehen, oder schaut es nach, wenn ihr es noch nicht gesehen habt. Es war wild, die letzten drei Folgen. Sie gehen in die Geschichte ein, meiner Let's Play Nummer hier, die ich mache auf YouTube. Aber egal, jetzt mit dem Finale, wie gesagt, wir spielen jetzt Ultra Instinct, Mastered Ultra Instinct, wohlgemerkt, gegen Jiren. Dem finalen Kampf von Dragon Ball Super, wir alle kennen ihn. Wenn ihr ihn nicht kennt, dann habt ihr was verpasst. Wir gehen rein. Komm, let's go. Schauen wir mal rein, was so passiert. Ich will jetzt viel reden. Ich will gar nicht so viel reden. Ich will einfach mal gucken, was passiert. Ich hab Bock. Ich hab Bock auf die Finale. Und ja, schauen wir mal. Schauen wir mal, wie lange es geht, wie schwierig es wieder wird. Ich bin gespannt. Lass aber gucken. Schon mal nice gemacht mit dem Sound. Feier schon mal mega. Fast wie im Anime. Also fast wie in der Folge damals. Ah, okay, schwer cool gemacht. Nicht schwer, sehr nice. Leute. Ah, mega. Die Kamera fährt langsamer. Hier sehen wir den Mastered Ultra Instinct. Ich finde das Design nice, Leute. Ich finde es nice. Ich finde es mega. Gibt es da verschiedene Meinungen? Ich finde den Ultra Instinct allgemein mega, mega schön. Allgemein, wie gesagt, schon wie in der letzten Folge schon. Das war Dragon Ball Super, sehr, sehr schöne, schöne neue Formen. Also der Evolve Blue zum Beispiel habe ich ja gesagt schon. Mega, mega schön. Geht schon los. Controller weggelegt nebenbei. Ja, eine mega schöne Form, ne? Auch hier wieder, ne? Der Ultra Instinct. Master it. Hey. Supreme Kamehameha macht immer noch. Supreme Kamehameha, so richtig. Langsam. Okay. Natürlich die Ultimate, wir sehen. Die wollen wir definitiv sehen. Aber ich finde auch The Jiren sehr nice, ne? Als Charakter habe ich ja schon mal gesagt in einer Folge. Einer meiner Lieblingscharaktere aus Dragon Ball Super. Deshalb diesen Kampf damals, 2018 war es, glaube ich, wie schon oft erwähnt. Immer sonntags lief die Folge, ich weiß noch haargenau, oder sonntags wird sie veröffentlicht. Habe ich mich sonntags immer hingesetzt und die Folge geguckt, und gerade bei diesem Kampf war ich so hyped. Jiren gegen Mastered Ultra Instinct, es war so heftig, mit Vorfreude. Ich hoffe, das kommt nochmal wieder mit dem Moro-Arc, dann der kommt. Dann mit Granola und Black Freezer und so weiter. Ich hoffe, das werden wir nochmal erleben. Kommt eine neue Dragon Ball Super Serie, ist ja schon angekündigt, 2023. Hoffentlich dann wieder eine Serie. Der Film war ganz okay. Dragon Ball Super, Superhero mit, ich will nicht spoilern, keine Angst, Leute, ihr müsst nicht ausschalten. Mit Son Gohan und so. Und der war ganz. Was macht der? Okay. Jiren, hallo? Jiren, geht's dir gut? Jiren, geht's dir gut? Jiren, hey, geht's dir gut? Geht's dir wirklich gut, Jiren? ich glaube. Okay, hat sich beruhigt. Nice. Ey, dafür liebe ich Dragon Ball. Ne, Budokai Tenkaichi 3. Manchmal diese Bugs. Nice. Okay, jetzt ist die Ultimate. Nice. Ja, das kennen wir schon. Stimmt, haben wir schon den Kevlar gesehen. Ja, wo war ich gerade? Ja, ich hoffe, wir sehen das nochmal wieder, weil 2023 soll ja ein neuer Anime kommen. Und wie gesagt, der Film war ganz nice. Der Superhero-Film. Eben mit Gorn. Aber ja, ist halt keine Serie, ne? Nicht das, was ich will. Und der Style war ist auch gewöhnungsbedürftig, ne? Vom Film. Ich mag den Style von den Broly-Film sehr gerne. Ich weiß gar nicht, wie man den nicht übernommen hat wieder. Keine Ahnung. Weil der schönste Style für mich, perfekt. Warum man den nicht genommen hat, verstehe ich nicht. Gibt's ja scheiße den Gründe? Wenn ihr es wisst, schreibt mal in die Kommentare, interessiert mich mal. Ja, an sich, aber
Ja, hoffe ich auf eine geile Serie. Wahrscheinlich geht der Moro-Arc dann los bald. In Serienform. Den kenne ich ja schon total. Auch hier werde ich nicht spoilern, Leute. Keine Angst. Das wird nice, aber mal gucken. Mal gucken, ne? Mal gucken, wie es wird. Du direkt die nächste Ultimate hinterher. Bisher, ey, bisher sehr, sehr chillig, Leute. Bisher sehr, sehr chillig. Und wir können triggern. Komm, let's go. Okay, weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's. Wie gesagt, bisher sehr chillig, gefällt mir sehr gut. Ich habe wieder auf normal gestellt, Leute, ich habe wieder auf normal gestellt. Wir haben da vorher kurz auf einfach gestellt. Schaut auf die letzte Folge. Die geht ein bisschen länger, aber es hat seinen Grund, es lohnt sich wahrscheinlich auch. Würde ich mal sagen, es war eine sehr intensive Folge. Gerade die letzten drei Folgen, ne, waren heftig. Leute, schaut sie euch gerne an, falls ihr noch nicht geguckt habt. Ja, ich sag mal, sie waren sehr, sehr speziell. Aber schaut gerne mal rein. Ja, heute ist ein bisschen chilliger, Leute, ne? Heute reden wir ein bisschen, ne? Wie gesagt, habe ich ja schon oft erwähnt, aber kann ich immer mal wieder erwähnen. Nach den Dragon Ball Budokai Tenkaichi 4. Ah, okay, machen wir wieder. Wollte ich jetzt eigentlich gar nicht machen, aber ist okay. Geht es natürlich weiter mit Dragon Ball, ne? Es gibt eine kleine Pause geben von einer Woche oder 2 Wochen. Dann geht es aber schon weiter, weil Dragon Ball ist eben der Hauptteil meines Channel. Das wird definitiv weitergehen. Es gibt so viele Dragon Ball Spiele, die ich noch spielen will, aber das nächste, was ich jetzt spielen werde, ist eben ja, Dragon Ball Kakarot, ne? Die Upgrade-Fassung für die PS5 mit allen DLCs. Das werden wir komplett durchballern. Ich habe schon wieder runtergeladen. Ich hoffe, am 13. Januar kann man das Update runterladen. Und dann geht es da weiter. Ja. Es wird nice, glaube ich. Es wird nice. Es wird auch wieder ein bisschen länger gehen. Mal gucken, wie ich es mache, wie lange die Folgen gehen. Und ja, zwischendurch wird es auch damals so Dragon Ball Reviews geben, ne? Die ich außerhalb von Let's Plays mache. Mal gucken, was angucken möchte. Ich habe auch geplant, dass ich mit Dragon Ball Spielern angucke. So Mods zum Beispiel, ne? Wie hier zum Beispiel mal reingucke. Per Video. Ein Video mäßig, ne? Oder andere Sachen. Zum Beispiel das schlechteste Yu-Gi-Oh! Game. Dass wir uns dann ein bisschen durch die Geschichte der Dragon Ball Games ja, wühlen, mehr oder weniger. Da gibt es ja einiges an Dragon Ball Games, die wir uns definitiv mal anschauen können. Ja, aber wie gesagt, Dragon Ball Content, Leute, wird es immer hier geben. Immer. Immer. Das ist mein Hauptding. Auch Breakers habe ich hier angefangen, habe ich gestreamt. Finde ich mega cool, das Spiel. Ich weiß gar nicht, wo das so gehatet wird. Natürlich verstehe ich den Punkt, dass es noch ein bisschen mit den Raidern ein bisschen schwierig ist, dass hier mal den KI Blast. Ja, komisch, ne? Jetzt gerade kommt ein anderes Thema. Aber gut. Mit den KI-Blast. Das Problem ist, verstehe ich. Aber das Spiel macht an sich übrigens sehr viel Spaß. Man möchte ich gar nicht sagen. Wenn ich kein Dreamer Breakers-Thema oder Talk machen. Für diesen Let's Play. Ja, macht mega Spaß, muss ich sagen. Aber sowas wird auch geben. Also, wie gesagt, Dreamer allgemein wird es hier auf diesem Channel immer geben. Denn wenn ihr Dreamer-Fan seid, seid ihr richtig. Denn das wird es hier immer geben. In verschiedener Form. Ja, ich freue mich mega drauf auf die Zukunft. Ich freue mich, wenn ihr dabei seid. Ja, das ist sehr, sehr nice. Nochmal vielen Dank dafür, wenn ihr immer dabei seid, immer Kommentare hinterlasst, immer liked, dann sehe ich, ihr seid dabei. Ihr seid im, oh shit, der gedodged. Ah, wir auch, nice. Dann sehe ich immer, okay, ihr seid dabei, ne? Freut mich immer sehr zu sehen, euch in den Kommentaren. Oder wenn ich sehe, ihr liked, ne? Dann sehe ich ja auch, dass ihr dabei wart. Ja, sehr, sehr schön. Vielen, vielen Dank nochmal dafür. Hier schon mal. Ah, endlich mal eine chillige Folge wieder, Leute. Ich genieße es leider. Ihr merkt es, ich bin sehr ruhig. Ich bin sehr ruhig, ne? Weil wir eine chillige Folge. Ein bisschen Quatsch, ne? Das ist ja auch ein bisschen das Ding, was ich machen wollte. Ein bisschen zocken nebenbei, ne? Also,
Macht es euch gemütlich, Leute. So habe ich das mir vorgestellt. natürlich gibt es aber auch Folgen, die ein bisschen anders sind, ne? Ein bisschen ragiger und so. Aber heute wieder sehr chillig, gefällt mir. Gefällt mir sehr, sehr gut, die Atmosphäre. Ich hoffe, es bleibt so. Ich hoffe, es bleibt so. Leute, ich hoffe, es bleibt so. ja. Bisher bin ich ganz zufrieden damit. So viel kommt ja auch nicht, ne? Lost Story kann da gar nicht mehr so viel kommen, ne? So, Goku besiegt ja einfach. Auch gut, nee, ist echt ein Draft, ne? Eigentlich ist das ja ein Draft. Aber so viel gibt es ja gar nicht im Content, was man jetzt hier reinballern kann an Cutscenes und so. Bin ich mal gespannt, wie lange das hier geht. Ich kann mir vorstellen, dass das hier nicht so lange geht. Aber mal gucken, ne? Mal gucken. Aha, wieder drehen, Leute, wieder drehen. Aber kriegen wir hin. Diesmal sind wir gut drauf. Kriegen wir hin. Oh, perfekt. Perfekt. Ja, es war perfekt. Nicht ganz perfekt. Aber die Idee war perfekt. Zumindest. Und ja, wie gesagt, wenn ihr das noch nicht gesehen habt im Anime, schaut euch nach. Auf YouTube gibt es das. Kann man sich wunderbar angucken, den Kampf. Mega geil gemacht. Wirklich ein Magic Moment für mich in Dragon Ball allgemein. Der Ultra Instinct, Master It. Da kann man Dragon Ball Super haten, wie man will, aber das ist einfach mega nice gemacht, finde ich. Das muss man einfach anerkennen, dass das einfach mega nice ist. Finde ich. Also. Okay, wir haben es nicht geschafft, Leute. Das sieht sehr gut aus. Was ist das schon? Bin mal gespannt, was danach passiert. Ob da noch was kommt. Ja. Das war's eigentlich schon, oder? Mal gucken. As incredible as you are, now you have to admit what I've been saying is true, right? You understand, don't you? Don't waste time trying to preach to me. This fight is over. Throw me off the edge. What are you waiting for? Hurry up, Goku! Beyond his own limits. I didn't know it was taking such a toll on his body. But Goku had won the battle. It was completely over. We all saw it. Jiren was through. Hurry up, Jiren. Throw him over. Did you come all this way to lose? What are you hesitating for? You can claim the Super Dragon Balls and get your wish! Just do it! You are a true warrior, Goku. There can be no doubt. I regret that our spirited battle must have such an inglorious end. What a shame. But though you will soon vanish from existence, know that you shall live forever in my memory. Farewell. Oh shit. Ah, oh, nee, müssen wir drehen oder was? Sorry Leute, ne, wenn ich manchmal hier reinschniefe, versuche zu unterbinden. Ah, cool, wir spielen mal Freezer. Ich bin auch ein bisschen krank, ne, oder wieder. Sorry dafür. Aber ich versuche zu unterbinden, ne, ich versuche mich zu muten, aber wenn es mal passiert, mit einem Kampf oder so, kann ich mich schlecht muten. Deswegen. Seht's mir nach, bitte, ne? Seht's mir nach. Ich mach's nicht extra oder so. Ist mega unhöflich, ich weiß. Deswegen versuche ich das nicht zu machen. Ja, nur, dass du Bescheid wirst. So, wir spielen mal C17. Nice. Nice ist nicht. Ich hab ein bisschen Angst, dass wir jetzt wieder kassieren. Aber. Bisher. Ey, bin ich mega gechillt. Es sieht gut aus, deswegen komm. Ah, Mist. Haben wir es geblockt? Nee. Shit. Das ist nicht gut. Okay, verstehe, wie es hier läuft.
Na nice, einfach mal die Luftschlangen. Perfekt. Das hittet. Nice, mega gut. Okay, wir können triggern wieder. Nice. Und wieder Freezer, okay. Erinnere mich gar nicht mehr an Freezer mitgekämpft? War das so? Ich weiß gar nicht mehr. War die 17 da nicht schon raus? Boah, ich weiß gar nicht mehr. Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass die 17 da schon raus war. Oder passiert das jetzt? Ich weiß gar nicht mehr, Leute. Ich kann sagen, vielleicht habe ich dann wie nur eine Lücke im Gehirn. Aber ich dachte, die 17 wäre da schon raus gewesen. Deswegen bin ich ein bisschen irritiert. Aber ich kann mich auch täuschen, ne? Ich kann mich auch täuschen, definitiv. Ja, wir werden es ja gleich sehen. Vielleicht werden wir es ja sehen jetzt gleich, ne? Was passiert. Okay, nochmal jetzt Freezer jetzt ran hier, oder was? Nice. Krass, 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 ey. Haben wir ordentlich Freezer-Content hier. Gerade in den letzten Folgen sehr oft Freezer gespielt. Mehr Freezer als Vegeta, tatsächlich. Krass, krass, krass. Aber sehr wenig Vegeta gespielt, ne, jetzt bei dem Turnier. Nur einmal gegen Topo, glaube ich, oder? Täuscht mich da? Keine Ahnung. Neues Ultimate reingedrückt, perfekt. Ey, Jiren ist einfach, ne, der macht eigentlich gar nichts. Was meine ich damit, ne? Wenn man das mit Topo vergleicht, Leute. Oder Kefler. Ey. WTF, ne? Das ist zu krass. Der ist so easy, ne? Bisher. Aber ich will es nicht jinxen, Leute. Ich will es nicht jinxen. Ich habe ja ein bisschen Angst. Ich halte jetzt aber meinen Mund. Besser ist, ich spiele einfach und gut ist. können wir ein bisschen mit reden, oder was? Nee. Oder vielleicht doch? Nee. Android, you didn't just slow him down, you brought him to his knees. It was a risk I could take. Cause if I failed, I knew you'd be here to do the rest. Now go finish the job. I've earned the trust of a robot. How'd I get so lucky? Oh, my Freezer, okay. Oder vielleicht doch nicht nur Cutscene? Du musst doch gleich zum Goku kommen, oder nicht? Als Ultra-Sing wieder. Hä? Ich checke gar nichts mehr, Leute. Ich checke gar nichts mehr. Sag ich immer. Gar nichts. Normalerweise kommt man jetzt zu Goku wieder, oder nicht? Als Ultra-Sing. Also Master unter Ultra-Sing. Okay, ich checke gar nichts. Aber gut, wir chillen. Vielleicht habe ich wirklich eine Lücke irgendwo, eine Story-Lücke, wo ich gar nicht. Ja, die gerade einfach weg ist und ich komplett hier Quatsch erzähle und alles korrekt ist, wie das passiert. Ich muss immer wieder Drama Super gucken, ey. Wirklich Bock. Wirklich auf Deutsch mal. In Deutsch gucken, es gab eine deutsche Synchro, die ja nicht so gut ist, weil Son Goku und so, also Tommy Morgenstern, nicht dabei ist. Aber ich hatte trotzdem Bock, das auf Deutsch zu gucken, weil eben Jiren seine Stimme, es gibt so viele neue Charaktere. Die hat ihre erste Stimme bekommen, ne? Ich will nicht mal hören, wie sich Jiren anhört. Wie sich Hit anhört und so weiter, ne? Interessiert mich dann doch schon mal. Okay, es geht aber weiter mit Freezer. Okay, hätte ich jetzt nicht erwartet. Ich dachte, wir machen kein Damage. Das heißt, wir können fliehen. Perfekt, Leute, perfekt. Okay, wir chillen wieder. Wir können triggern schon. Wir können ja schon triggern. Ah, nein, perfekt. Gar nichts gebracht. Gar nichts, dieses Triggern. Ja, ich hoffe gleich, ich kann wieder jetzt mit Goku spielen. Ne? Das wäre sehr schön. Oh, shit. 17 wieder, was? Nee, Son Goku, nice. Wirklich, Leute, kann ich mich gar nicht mehr daran erinnern, dass der Kampf so lang ging.
dass so viel drin war mit Freezer, C17, Goku, dann wieder Goku, dann wieder Freezer. Ey, ich dachte, das, ich dachte, das wäre nur Goku. Ging Jiren oder nicht? Boah, Leute, ich muss mir das mal angucken. Später. Irgendwas ist doch, ey, ich hab doch recht, noch nicht. Oder ich bin gerade komplett lost, Leute, ne? Oder ich bin komplett lost. Was sehr wahrscheinlich ist, was eigentlich sehr wahrscheinlich sein kann, wie gesagt. Okay, jetzt einfach normaler Goku gegen Jiren nochmal. Aber bisher, Leute, war das ganz easy. Deswegen, ja, gehen wir weiter rein. 20-fache Kaioken, Kamehameha. Shit, das ist nicht gut, das gefällt mir ganz und gar nicht. So, wir drücken ihm mal die Ultimate. Rein. Okay, Engigama. Perfekt. Also wie gesagt, Leute, ne, ich glaube, wenn ich nochmal diesen Sim-Modus spiele, bei Dragon Ball Budokai Tenkaichi, hier der Mod eben, dann werde ich, glaube ich, mit Kefla spielen oder mit Popo, Junge. Das sind die besten Charaktere, Mann. Oder Odren Sengoku ist auch nice. Tatsächlich, weil er so, ne, weil er so kaum Hit bekommt. Also, ja, mein Feedback. Hit-Feedback. Deswegen könnte ich mir auch vorstellen, mit ihnen zu. Also die Dreckcharaktere habe ich ein bisschen rausgesucht. Die ja nicht ganz nice sind, irgendwie, vom Gefühl her. Könnte ganz nice sein. Aber, ja, mal gucken, wie ich überhaupt spiele. Oh, kenne ich schon, aber die Zeit, ne? Es ist die Zeit, Leute. Es ist die Zeit, die ich leider sehr wenig habe. Und sehr viele Projekte, die ich gestartet habe schon mittlerweile. Und da kommen noch ein paar mehr, Leute, ne? Also, seid gespannt, was in Zukunft auf diesem Channel passiert. Ich habe noch einiges vor, einiges geplant, also da wird noch heftige Sachen kommen, glaube ich. aber das ist so mein Ding, ne? Ich mache YouTube-Videos, mache hier mein Ding, mal ein bisschen dir aus meiner Sicht erzählt. Mach das jetzt gut 2 Monate. Oh, nice gemacht, hier, ne? Ey, nice. Ey, wie nice. Das ist mega gut gemacht. Ey, das finde ich sehr schön gemacht. Boah, wie gut. Jetzt erinnere ich mich, Leute. Jetzt erinnere ich mich. Okay, oh, Leute, war's das? Das war's, Leute. Okay, Leute, aber ja. Mega nice gemacht. Was soll ich mal sagen gerade? Wo war ich gerade nochmal? Ja, wie gesagt, ich mach mein Ding so, ne? Ich zieh's durch. Und. Ja, und bin halt auch mein Job, ne? Ich mache halt auch normalen Job noch, Leute, ne? Vergiss es nie. Das ist eine Nebensache hier, ne? Für mich. Ja, aber das ist mein Ding, ne? Ich habe immer schon so gemacht, dass ich immer komplett, ja, eskaliere, wenn ich was mache. Und das macht mir sehr viel Spaß, ne? Gerade wenn ihr dabei seid, so, macht mir das mega Bock. Deswegen hier nochmal Shoutout hier raus an euch. Vielen Dank fürs Dabeisein immer. Ey, das war's schon mit Jiren. Das war so chillig, Leute. Aber da, ohne Witz, dieser Kampf hat gezeigt. Dieser Kampf hat gezeigt, ne? Dass Kefla und Topo, dieser Kampf oder diese Missionen, unbalanced waren. Und das vergleichst mit diesem Kampf jetzt, ey. Ja, diese. Ihr seht es gerade nicht, ich mache Handbewegung, ihr seht es gerade nicht. Diese. Ja, dieser Abschnitt. Wie sagt, ich kenn kein Deutsch mehr, Leute. Ich kenn kein Deutsch mehr. Wie sagt man? Ja, dieser Unterschied halt, ne? Zwischen dieser Mission und dieser Mission ist halt so krass. Da sind hunderte Schichten zwischen. Ohne Witz. Aber egal, komm. Wir haben es jetzt geschafft. Das ist sehr schön. Danke dafür, Spiel. Wir haben die Dragon Ball Super Story beendet, Leute. Es ist vollbracht. Aber natürlich noch nicht das Let's Play, Leute. Noch nicht das Let's Play. Wir haben noch eine Noah frei. Noch einen Kampf. Ich bin gespannt, wie lange das geht. Wahrscheinlich nicht so lange. Aber das machen wir natürlich auch noch. Okay, wir haben alles gemacht, Leute. Aber was eine Reise, Leute. Es hat Bock gemacht. Rage, es war alles dabei. Rage, Chill-Time, Gelaber, Fun mit Black Goku hat mir sehr gut gefallen. Und ja, es war alles dabei, Leute. Ey, dieses Play ist nice, glaube ich. Ich finde es nice selber. Ich finde es eigentlich sehr gut. Aber jetzt ist noch nicht vorbei, Leute. Wie gesagt, jetzt ist noch nicht vorbei, denn wir haben noch hier bei den Spezialsagern. Oder Sagen, Sagern, Sagas. Haben wir natürlich noch die Möglichkeit, gegen Broly zu kämpfen, gegen die neue Broly. Haben wir es? Das haben wir schon gemacht. Das hier.
Da haben wir jetzt Gogeta gegen Broly. Aber Leute, das machen wir in der nächsten Folge. Natürlich beim Finale von diesem Let's Play. Das war das Finale von Dragon Ball Super. Vielen Dank fürs Dabeisein. Vielen, vielen Dank fürs Liken. Vielen, vielen Dank fürs Abonnieren. Dass ihr diesen Channel supportet. Sehr, sehr cool, dass ihr immer mit dabei seid. Ja, finde ich mega nice. Vielen, vielen Dank dafür. Das ist sehr, sehr nett und nicht selbstverständlich. Und ja, ich hoffe, ihr seid dann bei dem Finale wieder mit dabei, bei der nächsten Folge. Ja, ich hoffe, ihr seid dabei. In diesem Sinne, euch noch einen sehr schönen Tag und macht's gut und ciao, bis zum nächsten Mal.